Lass dir zum letzten Mal, du findest keine Lorelei in Deutschland, so Weiber gibt's hier nicht. Doch, gibt's. Gibt es nicht, guck dir das doch an. Das ist doch der letzte Schrott, das sind doch alles langweilige, unerotische, provinzielle Durchschnitts... Fällt mir schon nichts mehr zu ein. Brauchst du mir nichts zu sagen, Oskar, jetzt seh ich selber. Sagst deinen Troglodyten da, damit die ihr Lebegreifen mal versuchen. Entschuldige mal, das sind alles sehr gute, erfahrene Schauspielerinnen. Interessiert doch keine Sau. Keine Sau. Gute Schauspielerin, ich hab doch wohl das Hirn geschissen. Die Lorelei ist doch keine x-beliebige Figur, die irgendeine x-beliebige Verstellungskünstlerin mehr oder weniger gut drauf und runter mimt. Diese Frau ist... Die Frau ist Mythos und Tragödie. Nee, Oskar, ganz im Gegenteil, sie ist Märchen und Komödie. Nee, aber meinetwegen. Sie ist das immer und ewig gültige Sinnbild für die... Total Rauschhafte! Nee, Oskar, die sehnsüchtige und schwärmerische Hingabe des Mannes an den eigenen Untergang. Die lustvolle... Nee, im Gegenteil, aber meinetwegen. Nicht lustvolle, Rauschhafte, sag ich dir. Rauschhafte Bereitschaft zum Verhängnis. Physisch, geistig und sexuell, Freunde. Tragisch, faustisch, deutsch. Nee, Oskar, überhaupt nicht, aber wurscht. Jedenfalls braucht keine Silly Watrusnik oder sonst einen rothaarigen Kasperlkopf. Natürlich nicht. Sondern ich brauche die große, blonde, schöne junge Frau. Die heilige Hure eben. Er sagt ja, engelhaft und diabolisch, göttlich und irdisch zugleich, jungfräulich und lasterhaft. Ja, ja, genau so. Du sagst es, mein Freund. Komm her, alter Verbrecher. So einfach ist es. Die Frau, von der wir alle träumen.